Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo in Jurassic World Evolution 2. Und heute schauen wir uns die Mod Jurassic Rides an. Diese bringt 4 neue Attraktionen, 8 neue Hotels, 2 neue Shops und 41 neue Scenery-Items in das Spiel. Also eine ganze Menge, deswegen will ich jetzt auch direkt mit den Attraktionen anfangen. Da haben wir als allererstes die Jungle River Cruise. Die kennen wir tatsächlich schon. Die gab es schon vorher in einer anderen Mod. Die wurde jetzt hier mit dazu gepackt. Das ist diese Bootstour. Connecte die schnell, dann seht ihr auch gleich, welche damit gemeint ist. Nämlich die mit den gelben Booten. Ich glaube aber, das Gebäude hier hat sich ein bisschen geändert. Wenn mich nicht alles täuscht. Die Strecke kann man übrigens leider nicht durch Wasser führen. Das Wasser verschwindet. Aber man kann mit einem kleinen Trick das Ganze umgehen. Nämlich indem man hier auf der Strecke das Terrain so ein bisschen absenkt. Und dann gibt es ein Szenerie-Item, auch durch die Mod. Damit kann man Wasser platzieren. Und dann kann man sozusagen die Tour auch durch Wasser fahren lassen. Also sieht halt ein bisschen blöd aus, wenn die auf dem Land unterwegs sind. Und später werden da auch Gäste drin sitzen. Vielleicht schon im nächsten Boot. Ja, da seht ihr es. Da sind dann auch ganz normal Gäste drin. Wir kommen jetzt aber direkt zur nächsten Attraktion, weil die kannten wir ja schon. Und das ist mein persönliches Highlight von der Mod. Nämlich ist das die Ballon-Tour. Die kennen wir ja aus Jurassic Park Operation Genesis. So sieht das Gebäude aus. 2 Landeplätze. Da stehen auch Gäste an. Ist schon ziemlich cool. Gefällt mir richtig gut. Und man kann dann hier auch ganz normal eine Route. Das geht leider jetzt gerade nicht. Scheint ein bisschen verbuggt zu sein. Machen wir es mal eben nochmal über das Menü. Ja, so ein paar Bugs gibt es leider bei solchen Mods noch. Genau, und jetzt können wir auch die Strecke bearbeiten. Ich mache jetzt einfach mal eine Tour. Hier so am Rand entlang. Mal ins Gehege rein so ein bisschen. Kann auch ruhig ein bisschen kreuz und quer fliegen. Das macht ja gar nichts. Und dann hier zurück. Wichtig ist immer, dass ihr nicht den Zaun hier berührt. Also man muss immer die Maus so ein bisschen da durchhalten. Dann entsteht auch kein Tor. Weil das Tor wollen wir in dem Fall ja nicht. So, und jetzt haben wir die Strecke verbunden und jetzt spawnt da oben schon der erste Ballon. Und der fährt jetzt die Strecke ab, die ich vorhin markiert habe. Ich habe jetzt mal auf Vorspulen gemacht, damit es ein bisschen schneller geht. Das ist schon ziemlich cool, ne? Ah, da hinten sind auch schon Ballons gespawnt. Finde ich mega. Ja, man kann sogar hier die Fahrzeuge einstellen, ganz normal. Wie viele Fahrzeuge pro Meter und in welche Richtung die fahren. So ganz normal wie bei anderen Touren auch. Ich kann jetzt an der Tour teilnehmen. Dann habe ich hier erstmal so eine Außenperspektive. Die ist jetzt auf der Vorderseite von dem Ballon. Aber ich kann auch die Kamera wechseln und dort reingehen. Und dann sitzen dort auch Besucher drin. Ja, 3 Perspektiven habe ich. Also 2 Sitzseiten und einmal vorne. Sieht schon ganz schön krass aus, aber es sind auch sehr viele Ballons, also die müsste man ein bisschen runterstellen wahrscheinlich. Hier bei der Anzahl. Ja, da kann man dann wahrscheinlich nur so machen, ne? 200 Meter pro Ballon. Ja, wir machen mal weiter nebenbei. Wir lassen die einfach mal fliegen, dann seht ihr es ja noch ein bisschen. Es gibt nämlich auch noch ein Jurassic Park Innovationscenter. Das sieht so aus. Das kannten wir auch schon als Szenerie-Item, wenn mich nicht alles täuscht. Aber jetzt kann man das wirklich als Innovationszentrum verwenden. Auch mit dem Weg verbinden. Und dann funktioniert das auch. Und wir haben noch als 4. Attraktion ein Command Compound. Das ist sowas wie ein Aussichtsturm. Wahrscheinlich eher für die Mitarbeiter gedacht. Aber der hat jetzt auch wirklich so einen View-Radius, wie ihr sehen könnt. Also den kann man hier am Gehegerand platzieren. Der connectet auch mit dem Zaun.
Und dann können die Besucher den auch benutzen, beziehungsweise die Mitarbeiter. Mal gucken, ob da jetzt gleich auch Gäste draufstehen. Ja, guck mal, hier steht schon jemand. Ist sogar ein Wissenschaftler. Ja, man kann sogar die Ansicht sich anzeigen lassen. Auch die Ballons crashen da oben. Sieht ja lustig aus. Sieht schon teilweise echt witzig aus, wie die da fliegen. Also die sind ja eigentlich am Boden, glaube ich. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Dinosaurier in die reinläuft, dann wackeln die so komisch. Seht ihr das? Ich glaube, es macht wahrscheinlich eher Sinn, hätte ich die Strecke hier jetzt so außen rum geführt. Damit dort halt sowas nicht passiert, damit die ganze Zeit vernünftig fliegen. Aber ich will es natürlich auch so ein bisschen ausprobieren, deswegen habe ich es jetzt kreuz und quer durchs Gehege geführt. Sieht aber echt interessant aus. Also das sind die vier neuen Attraktionen. Einmal die Ballontour, dann haben wir die Bootstour, die fährt da unten. Und das Innovationscenter und diesen Command Compound, also den Aussichtsturm. Dann kommen wir als nächstes zu den 8 neuen Hotelanlagen. Da haben wir ein riesiges Grand Hammond Hotel, was sehr cool aussieht. Ich frage mich, ob die Gäste dann auch hier wirklich hochlaufen. Das können wir ja gleich mal ein bisschen testen. Aber das Hotel sieht krass aus. Es hat auch hier oben so einen coolen Bogen, wo dann auch Leute oben drauf sitzen. Ah, da gehen jetzt die ersten Leute rein, oder? Nee, schade. Ist ja auch egal. Wir können hier uns auch mal die Ansicht angucken. Da haben wir einmal eine Vorderansicht. Dann haben wir noch eine Vorderansicht. Und eine Ansicht hinten an der Bar. Da kann man dann hinten auch rausgucken. Auf ein Gehege oder sowas. Ah, hier ist noch eine Ansicht. Irgendwo unten. Ist auch die Rückseite unten, glaube ich. Jetzt nochmal vorne Mitte. Und auf dem Dach auch nochmal. Oh, es gibt hier richtig viele Ansichten. Das ist ja crazy. Okay, das ist nicht schlecht. Oh, guck mal, hier ist so ein Para. Mit so einer Wasserfontäne, die er spritzt. Ja, schon mal ein sehr cooles erstes Hotel, aber wir haben noch weitere. Die Fotobooth haben wir auch noch. Oh, die gab es vorher auch als Deko. Die scheint jetzt auch zu funktionieren. Das ist einer der neuen Shops. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Da kann man sich dann seine Jurassic Parkbilder holen. Man kann ja zum Beispiel auch hier Fotos einbauen, also so Fotostationen. Und das wäre dann halt der Shop, der dann am Ausgang steht und da holt man sich sein Foto ab. Ja, hier bei dem Shopgebäude macht es natürlich dann Sinn, hier vorne auch noch den Weg hinzubauen. Weil hier würden sich dann ja die Fotos rausgeholt werden. Ach, hier ist auch noch ein Dings. Und hier ist sogar ein Eingang. Oh, da müsste man sogar eigentlich das eher, eigentlich auf allen Seiten müsste man es connecten. Da ist nämlich auch eine Tür. Ja, habe ich jetzt nicht richtig gemacht. Könnte man aber locker machen, dass es besser aussieht. Guck mal, hier ist auch noch eine Tür. Also man müsste das eher komplett auf einer Wegfläche bauen, diesen Shop, damit es Sinn macht. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Turm da mit drin ist. Ich hätte mir da eher gewünscht, dass das einzelne Gebäude sind. Das wäre ganz cool gewesen. Guck mal, die hupen sogar, die Ballons. Na, gehen wir mal zum nächsten Hotel dürfte es sein. Ah ne, das ist nochmal ein Shop. Ein Toy-Shop. Den kennen wir auch schon. Den gab es auch vorher als Deko. Kann man jetzt an den Weg anschließen und dann fungiert der auch wirklich als Toy-Shop. Ist das jetzt ein Toiletten? Eine Toilette? Weil da so ein Toilettensymbol ist? Weiß ich gar nicht. Ne, hier ist auch ein Toilettensymbol. Ja, ist doch ganz cool, dass die jetzt auch richtig als Läden funktionieren. Und jetzt kommen wir noch zu den anderen Hotels. Das sind jetzt auch alles Jurassic Park Hotels. Kann man hier auch an den Weg anschließen, das Ganze. Sieht natürlich sehr abgespaced aus. Das ist die Pteranodon Lodge. Vielleicht könnte man die auch in Kombination mit einem Aviarium bauen. Müsste mal testen. Sieht auf jeden Fall sehr abgespaced aus. Hat auch wieder einige Ansichten bestimmt. Ah, die sind teilweise sehr fragwürdig, muss ich sagen. Da kann man nicht viel erkennen. Ich
Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das einbauen würde, das Hotel hier, aber ist ja trotzdem cool zu haben, ne? Hier haben wir dann ein Baumhaus. Auch interessant. Was für abgespaced Hotels das sind, das ist krass. Da geht man dann über so eine Wendeltreppe hoch. Und dann hat man hier so ein rundes Hotel. Da sitzen auch wieder Leute drin. Und hier kann man dann wahrscheinlich auch die Aussicht genießen, gehe ich mal von aus. Hier sieht man sogar nochmal innen drin ein bisschen. Und nach außen kann man auch in einige Richtungen schauen. Das nächste Hotel ist nochmal eins. Eins mit Netz. Okay, das ist dann auch wahrscheinlich eher für Flugsaurier gedacht. Da ist einfach ein Gitter und ein Netz drum. Ansonsten ist es das gleiche Hotel. Dann haben wir eine Treetop Lodge. Okay. Die günstige Variante wahrscheinlich von diesem Ding hier. Das ist das Luxus und das ist die Budget-Variante. Sieht auch interessant aus. Auch wieder ein großer Baum in der Mitte. Und dort hat man dann auch wieder verschiedene Ansichten. Das sieht echt cool aus mit diesen ganzen Luftballons da oben. Ja, die könnt ihr euch dann auch mal selber angucken, die Ansichten. Ist jetzt auch nochmal eine Variante mit Gitter drumherum. So wie davor auch schon. Und dann haben wir als allerletztes die Safari Lodge. Die hatten wir vorher auch als Deko-Element bei dieser Mod. Kann man aber jetzt auch richtig anschließen. Und das könnte man halt perfekt an so eine Gehegemauer mit dran machen. Also dass man dann hier den Zaun einfach rausführt. Und dann dockt da halt direkt ein Safari-Gehege oder sowas dran. Da kann man bestimmt auch gut die Aussicht genießen auf das Gehege. Okay, das backt so ein bisschen rum, wenn ich reinzoome. Das ist normal bei den Mods manchmal so ein bisschen. Aber die werden wahrscheinlich auch nochmal überarbeitet. Also da stand drin, dass die noch ein paar Bugs hat, die Mod. Aber ansonsten funktioniert die ja schon echt gut, ne? Das Highlight ist natürlich hier der Heißluftballon. Aber wir haben auch noch Szenerie-Items. Also ich glaube, die Hotels dürften es jetzt gewesen sein. Die 8-9 Hotels. Die hatte ich euch auch schon mal vorgestellt. Ich weiß nicht, ob die sich geändert haben. Die gab es halt vorher auch schon. Die wurden hier mit reingemacht. Da gibt es zweimal eine Hammond-Statue. Einmal in Bronze, einmal in Weiß. Dann gibt es einmal so ein Dach. Ein Strohdach ist das jetzt. Dann haben wir so einige Gitter. Sind dann wahrscheinlich auch eher für die Flugsaurier-Geschichten. Kann man auch um die Kurve gehen. Und hier ist dann nochmal so ein Eingang. Dann haben wir als nächstes hier den Eingang dazu auch noch, zu diesen Gittern. Oh, ist andersrum. Terratops Lodge heißt das Ganze. Und dann kommen wir einmal zu so einem Lautsprecher-Ding. Jurassic Park-Schilder in verschiedenen Farben. Die platziere ich jetzt mal nicht alle. Seht ihr hier unten. Dann haben wir einen Tennisplatz. Den kannten wir soweit auch schon. Mülleimer. Dann haben wir auch noch einen Safari-Lodge-Eingang. Ein Wegweiser mit der Isla Nublar-Karte. Von dem Original Jurassic Park. Dann noch ein Jurassic Park Eintrittsschild. Dann haben wir das platzierbare Wasser, das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Einige Stege, wo man rüberlaufen kann. Also die könnte man dann zum Beispiel so platzieren, dass man da rüberlaufen kann. Müsste man halt jetzt noch ein bisschen höher machen. Geht ja mit anderen Mods. Also so zum Beispiel. Und dann können die Boote da durchfahren. Da gibt es halt auch einige von in verschiedenen Formen. Und dass man halt in jede Ecke und sowas bauen kann. Dann haben wir noch weitere Schilder. Die kannten wir auch schon. Aber eigentlich, glaube ich, alle Deko-Sachen hiervon kannten wir schon. Die wurden halt nun in diese Mod mit reingepackt. Und ja, das war's. Also ist eine ganze Menge. Am meisten gefällt mir natürlich die Ballontour. Das ist mein absolutes Highlight von dieser Mod. Ich werde euch die Mod auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da.
Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.